Die Astronomie ist die älteste Wissenschaft der Welt. Begonnen hat sie viele tausend Jahre vor der ersten Nutzung des Teleskops im Jahr 1609 durch Galileo Galilei. Denn um Astronomie zu betreiben, braucht man nur eines: einen klaren Sternenhimmel. Wann genau aber die Menschen erstmals die Lichter am Himmel bewusst wahrgenommen haben, ist unklar. Die Anfänge der Himmelskunde gehen sehr weit zurück, bis in die Steinzeit. Lauf nicht so schnell. Warte auf mich. Komm, beeil dich. Man sieht ja schon kaum die Hand mehr vor Augen. Wir wollen schnell zu den anderen zurück. Ja, ja, ich komme ja schon. Aber du läufst falsch. Was heißt falsch? Als wir gestern etwas früher zurückliefen, da hatten wir die große gelbe Kugel da am Himmel beim großen Berg. Ach, die gelbe Kugel. Ja, bist du sicher? Ja, ich achte immer auf dieses merkwürdige Licht. Mal ist es zu sehen, mal nicht. Wo du nur immer deine Augen hast. Dieses Licht war gestern beim großen Berg. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite über den Bäumen. Da stimmt was nicht. Vielleicht. Aber das wird an deinem Himmelslicht da oben liegen. Glaub ich nicht. Denn die beiden hellen Punkte, die gestern dem großen Licht ganz nah waren, die sind auch noch da. Dein Weg stimmt nicht. Das ist doch Unsinn. Also, ich laufe in die andere Richtung. Ich will zurück zu den anderen. Aber wenn du dich verlaufen willst... Hey, Frau! Der 12. Mai des Jahres 68.546 v. Chr.